Er will das nicht so ein schönes, qualitatives Video. Tja, ich will's. Deswegen, hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Wie ihr seht, ja, bei mir ist aber auch, um ehrlich zu sein, wenn ihr könnt es ja nicht wissen, aber ich bin immer noch am selben Tag wie am Freitag. Also, jetzt, wo ich mir überlegt habe, dass Vorproduzieren doch praktisch ist und einem, ja, es ist einfach schön, dann zu drehen, wenn man gerade die Inspiration hat. Ja, auf jeden Fall, nachdem ich euch von meinem dramatischen Sturz erzählt habe, dachte ich mir, ich erzähle euch auch noch von der dramatischen Geschichte, die sich in meinem Leben abgespielt hat. Denn es geschahen schreckliche Dinge. Das klingt jetzt voll furchtbar, eigentlich ist es gar nicht mal so furchtbar, sondern es ist einfach nur für mich so ganz, ganz doof gelaufen. Also, ich bin der totale Nissan-Soba-Nudeln-Teriyaki-Art-Fan. Ich liebe dieses Zeug, wirklich. Ich habe das teilweise kiloweise gefühlt gemampft. Und ja, ich habe das total gern gehabt. Und die Inhaltsangaben, die waren immer so klein geschrieben, dass ich mir gedacht habe, kann ich nicht lesen. Und da habe ich es auch irgendwie immer gelassen. Und dadurch, dass ich die nie gelesen habe, bin ich von der Grundsatzgeschichte ausgegangen, die ich so im Kopf habe, nämlich, wenn du irgendwo was hast, egal was, dann gibt es entweder gibt's eine Hühnchenvariante, eine mit Fisch oder Meeresfrüchten, eine mit so Rind- oder Schweinefleisch und eine vegetarische. Tja, man sollte halt von nichts ausgehen. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann die Soba-Nudeln eben immer gern gefuttert habe und war eigentlich alles gut und Elena war im Glück. Und dann irgendwann, wow, mir ist gerade voll schwindelig. Das hat jetzt nichts zur Sache, aber so gerade plötzlich dribbelt es mir. Ich glaube, ich bin schnell aufgestanden, ne? Ja, habe ich mir geahnt. Gut, Dinge wiederholen sich, schnelles Aufstehen und so. Aber diesmal sitze ich. Also, mir passiert nichts. Außer ich kippe um. Aber das glaube ich jetzt ja nicht. Und wenn, dann würde ich so kippen und da und die Richtung ist nichts. Das Einzige, was blöd wäre, wäre, wenn ich nach hinten kippe oder nach vorne. Wieso sage ich sowas Das immer? ist ein Nachrichten. Das stimmt nicht mit mir. Na gut, ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass ich diese Nudeln echt gern gegessen habe und ja. Und dann habe ich eben nie die Inhaltsangaben gelesen und eines Tages vor nicht allzu langer Zeit, es war noch im Juli, es war um genau zu nehmen der 26. Juli, ich konnte zwar nicht sprechen, doch ich war motiviert, hab ich gedacht, ich habe jetzt mal wieder Lust auf Soba-Nudeln, weil ich hab Videos gesehen, wie Leute die essen und dann habe ich eben auch wieder Lust bekommen und dachte, oh ja, das wäre jetzt was. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, ich will nicht die aus dem Laden, weil da gibt es die immer nur als Becher und in den Bechern ist immer schon so eine Gewürzmischung und die mag ich nicht so. Also ich mag es dann lieber, wenn man diese Tüten nimmt und die Tüten, da ist dann immer Söschen drin und da sind Nudeln drin und eben die Gewürze und dann schmeckt es halt besser für mich. Ja, auf jeden Fall dachte ich dann, ich bestelle bei Amazon, weil da gibt es die bloß so als Tüten. Und ja, dann habe ich entdeckt, dass es die nur bei Amazon Prime gibt. Und dann habe ich auf jeden Fall meine Pflegerin angeschrieben, ob sie die für mich bestellt. Dann hat sie geschrieben, ja, könnt sie machen, aber die kämen dann erst eine Woche oder zwei später an. Oder 3, 4 Tage später, ich weiß jetzt nicht mehr. Also auf jeden Fall später. Und sie könnte es mir dann eh erst die nächste Woche mitbringen. Und ja, dann habe ich mir so gedacht, ja, ist mir irgendwie zu lange, da bestelle ich doch lieber mit von mir her. Und ja, dann habe ich die auf jeden Fall, wollte ich noch lesen, ob es auch wirklich das Original ist. Und dann habe ich zum ersten Mal eine Inhaltsangabe gefunden. Das erste Mal habe ich die gefunden, und zwar in der Schriftgröße, wo man es auch lesen konnte. Und dann habe ich so gedacht, oh ja, guck mal, was da überhaupt so drin ist. Und dann irgendwann zwischen Lesen lese ich so Hühnerfleischpulver. Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Vegetarierin, ich esse kein Fleisch. Und dann dachte ich mir so, oh Mist. Ja, und dann habe ich dann danach dachte ich mir, okay, dann kann ich die jetzt nicht mehr essen. Geht nicht. Es ist einfach moralisch, ethisch nicht vertretbar für mich. Und dann war ich so an einem Punkt, wo ich überlegt habe, was mache ich jetzt? Ich meine, ich esse das gerne und ich bin auch der totale Fan von Zucchini-Instant-Nudeln. Aber was mache ich jetzt?
habe ich auf jeden Fall weiter recherchiert, habe geguckt, ob es irgendwo welche gibt. Dann habe ich gesehen, dass es die Soße alleine gibt. Die gibt es dann aber bloß mit, die soll nach Bewertungen, soll die wohl kräuslich schmecken, die vegetarische Variante und so weiter und so weiter. Und irgendwann habe ich dann halt eine Ersatznudeln gefunden. Die sind vegetarisch. Da ist kein Fleisch drin. Aber die haben auch keinen Geschmack. Echt wahr. Also ich habe die dann bestellt und dann haben mein Papa und ich, habe ich meinem Papa gesagt, wenn die dann kommen, dann essen wir die dann da zusammen so, falls da irgendwie, falls die nicht so super sind und so. Dann haben wir uns verabredet und es war eigentlich ganz nett so und ja. Und dann kamen die dann auch endlich mal geliefert und habe ich meinen Papa angerufen und habe so zu ihm gesagt, nachdem ich die Anleitung gelesen hatte, wie man das zubereitet, du Papa. Mach heute alles noch, was du machen willst. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Ja, und jetzt muss ich gerade überlegen. Und dann war es so, dass ich dann die gemacht habe am Abend, ja. Und wir haben dann auch getestet und sie sind jetzt nicht ungenießbar. Sie sind auch essbar. Also sind halt nicht so gut wie die, die ich mal hatte. Da rauscht selbst die Leitung bei uns im Haus. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt gerade den Umstieg machen oder irgendwie einen Weg finden, eine Teriyaki-Soße, die schmeckt wie die von Soba-Nudeln zu finden, die aber auch schmeckt. Falls irgendeiner meiner Zuschauer zufälligerweise eine kennt, könnt ihr mir gerne den Link unten in die Videobeschreibung oder das Rezept oder wie auch immer. Ich bin da offen für. Ich möchte meine Teriyaki-Soße zurück. Die war nicht besser. Ja, und eigentlich ist es eine ganz, ja, eine Lappalie, aber ich dachte, ich teile die mal mit euch, weil man sollte nicht immer nur die großen Dinge des Lebens teilen, man sollte auch die kleinen Ereignisse teilen, damit jeder auf dem Laufenden bleibt, was mich beschäftigt, wo ich gerade stehe und was mir gerade wichtig ist. Ja. Das war alles, was ich euch heute erzählen kann. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Da weiß noch nicht, wann ich den drehe. Ist ja jetzt eine Woche vorher. Also kann sein, dass ich den schon morgen drehe. Kann auch sein, dass ich den erst in der Woche drehe. Ich lasse mich überraschen von diesem neuen, etwas weniger Drehdruckmäßigem, weil bisher war es immer so, dass ich gedreht habe und es dann am Tag drauf rausgekommen ist oder vielleicht auch mal 2, 3 Tage später. Aber jetzt ist es so, dass ich drehe und dann mal schaue, wo ich es hinkriege. Das war jetzt so unnötig, ne? Ja. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob ihr eine gute Teriyaki-Soße kennt, die vegetarisch ist. Sie muss nicht vegan sein. Ich meine, ich bin kein Veganer, ich bin nur Vegetarier. Aber es sollte ohne Fisch sein. Ich mag Fisch nicht. Ich mag keinen Fisch. Egal in welcher Form. Nicht mal als Fischstäbchen. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Weißt du was? Ich zieh's nochmal durch mit dem Tschüss und mach's anders. Tschüss und tüdelü.